Morgen, Mittag. Ja, heute ist der 6. August, der dritte Tag der Animagic in Mannheim. Hachi ist hier hinten. Die ist heute zivil, weil sie nicht so gut geht. Und Juvia, Nana da und ich hier. Wir wurden entdeckt. Und ja, wir haben jetzt einen kleinen Campingplatz für heute. Hier ist unser Campingplatz und da sind unsere Leute, die man so kennt. Da, den kennt man und den kennt man und den kennt man und den kennt man. Sag doch mal was zu deinen Fans. Zu meinen Fans? Ja. Zum Beispiel zu den zwei Mädels, die Zwillinge, die mich gestern gesehen haben, meinten, sie kennen mich dank euch. Echt? Ja. Ich habe keine Fans mehr seit gestern. Wieso nicht? Weil Herzi nämlich eine eure Art Umfrage, was ihr gerne macht, parodiert hat, auch mit uns. Und ich habe einfach mal ein bisschen randommäßig Tokyo Ghoul geflamed. Und deswegen weiß ich werde morgen keine Fans mehr haben. Oh, oh no. Ja. Hallo und herzlich willkommen zu Castle Film. Wir sind auf der Animagic. Ja! Hallo Q! Bist du müde? Bist du müde? Ich das war da eindeutig und weiß, dass du müde bist. Wenn es um 2 ins Bett gekommen ist, wollen wir schon mal wieder aufstehen. Oh, hallo! So, wir haben ganz kurz den Standort gewechselt, damit wir nicht so in der Hitze sitzen. Q pennt. In der Sonne. Q pennt. Ja, was machen wir noch, Leute? Wir werden den sehen, noch ein paar Bilder. Reportage. So sieht's um uns herum aus. La 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 la. Wir rausnehmen und wir anschätzen. Ah! Wie süß! Ihr seid Edgy! Ah! Schwänzchen! Wie cute! Hallo Edgy! Hallo! Wie geht's dir? Wie war die Anreise? Und was drin? Mein Ernst! Neue Hörner! Durchgang machen, alles und dann. Neue Hörner! Braucht nur ein paar Interviews und zwei Interviews eigentlich nur und muss ein paar Detailshots von den Ständen machen. Mehr braucht man. So, wir wurden gerade von Ärzte gebeten, meine Reportage mitzumachen und irgendwie tun mir die Leute leid, die immer von uns ausgefragt werden, weil es ist schon schwierig, die richtigen Worte zu finden. Voll verschrocken, was das wow. ist! Oh mein Gott, eine Eidechse! Oh mein Gott, oh wie cute! Hast du die Eidechse gesehen? Ja. Wir müssen vloggen. Wir haben keinen, nicht genug Vlog. Vlog, 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 Vlog. Simba! Simba! Hallo! Muss da gar nicht wieder auf der Ja, aber wir sind doch liebe Leute. Wollt ihr doch irgendwas sagen? Wir brauchen mehr Material. Geht zum Bauhaus. Warum Bauhaus? Ja, da gibt's Material. Füße hoch, der kam tief. Yay! Yeah, wir unterschreiben wieder. Hey! Yay! Yeah. Erzi, I see you there, Erzi. Itchy! Itchy spielt mit ihrem neuen Fan-Art. Mit ihrem neuen Ohr. Ich weiß nicht, wie viel Uhr es ist, aber ich bin mal angezogen. Wir gehen einmal um den Platz und machen noch ein bisschen Reportage. Hinten kommt mein Drache. Da. Und dann geht das auf den Heimweg. Auf dem Heimweg. Auf dem Heimweg. Ja, okay, wir suchen jetzt mal Leute für die Reportage. Also, ich bin jetzt ab jetzt kein Drachenzähmer mehr, sondern ein Fledermaus-Zähmer. Genau. Weil also Itchy. Bin ich jetzt eine Fledermaus? Ein jetzt bist du offiziell eine Hamsterfledermaus. Eine Hamsterfledermaus. Wie kommt ihr jetzt auf Hamsterfledermaus? Weil sie nur Ach so. Die macht immer so. Ja, also sie ist die Hamsterfledermaus, ich bin die Fledermauszähmerin. Oh ja, wir haben Bilder, wir haben jetzt Bilder gemacht und unsere Reportage fertig und Itchy, Q und ich gehen jetzt vor an unseren Platz, um zusammenzupacken. Wir haben prominente Gäste bei uns, wir haben Weep Films, meine Damen und Herren. Weep Films! Ja? Ja? Wir rufen jetzt erstmal, bevor wir fertig sind. Tschüss, Con. Motzi, du machst auch mit. Ja. Eins, zwei, drei. Tschüss! Also danke schön, ihr habt unseren Kanal bereichert, indem ihr anwesend wart. Ihr unseren auch, war alles super gemacht. So, die letzten Momente der Animagic 2017. Wir verlassen die Con. Voll bepackt und voll beladen.
Wir haben ja nicht weit zum Auto. Gott sei Dank nicht. Und müssen heute auch nicht bezahlen. Yes! Wir verraten das nicht. Wir verraten es nicht. Am Ende kommt nächstes Jahr jeder da. Dank meines guten Adlerauges. Du kannst dir dann nämlich zuordnen, wer dem Belly-Auge braucht die Flasche. Oder? Ich soll noch mein Fazit ziehen. Ja, also viel kann ich im Prinzip nicht sagen, weil ich keine Karte habe oder hatte. Ich kann jetzt nur zu außen was sagen und generell zum Feeling. Also ich muss schon sagen, Bonn fand ich besser. Es ist einfach so. Mir war es jetzt... Es hat sich so angefühlt wie so ein Cosplay, was Chilligeres, und da haben wir aber zu viel Aufwand betrieben dafür. Also wenn ich nächstes Jahr nochmal hingehe, dann werde ich definitiv einfache Cosplays anziehen. Also heute vor allem im Drachen habe ich das gemerkt, das war mir gerade tatsächlich ein bisschen viel, weil wir ja doch nur auf den Grünflächen rumgesessen haben, dann heute ein paar Fotos gemacht haben und so. Ja. 3 Tage ist, glaube ich, auch ein bisschen viel gewesen für einfach nur Rumgammel. Ja, die Location war schön, muss man wirklich sagen. Man konnte super schöne Fotos machen. Das war es, glaube ich, eigentlich schon. Mit das Schönste war eigentlich, heute nochmal die ganzen Freunde zu sehen. Ja, wie am Cosplay halt. Ne? Gut, das war mein Statement dazu. Over and out. Tschüss, Itchy am Handy. Tschüss, Itchy. Hachi hat vergessen, Tschüss zu sagen, aber Q kann Tschüss sagen. Tschüss, Q. Ja, das war's mit den Vlogs zu Animagic. Wenn es euch gefallen hat, ja, gebt uns einen Daumen auf. Und wenn es euch gefallen hat, ihr geht auf jeden Fall einen Daumen hoch und ein Abo da. Hallo? Auf jeden Fall, alles klar. Q sagt, also. Ihr gebt ein Abo da. Grammatik. Ihr gebt ein Abo da. Und dann sieht man sich beim nächsten Vlog. Ja, wissen wir, klar. Die nächste Con ist die FBM wahrscheinlich für uns. Und das war's. Bis dahin. Haltet die Ohren steif. Und bleibt sich treu. Tschüss.